Hallo und willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich möchte Tom Clancy's Hawks spielen. Wie schon gesagt, das ist mein erstes Let's Play. Ich habe mir Hawks ausgesucht, weil es für mich auch eine kleine Bereicherung war. Ich habe Jahre vorher eigentlich nur Red Baron 2 gespielt. Davon hatte ich die Vollversion. Wie der Name schon sagt, Roter Baron, Erster Weltkrieg. Und da habe ich die Demos gespielt von Nova Logik, also F-16, MiG-29 und F-22 Raptor, und die habe ich sehr gefeiert. Leider hatte ich damals nie das Taschengeld dazu, mir die Spiele zu kaufen. Und ja, dann ist es dabei geblieben. Und im Nachhinein habe ich gelegentlich mal die Augen offen gehalten nach neueren Luftkampf spielen, habe aber nie so wirklich was gefunden. Es gab noch irgendwie Joint Strike Fighter, meine ich, und natürlich die Hubschrauber Spiele, aber das war nicht so ganz was für mich. Und dann bin ich zufällig letztes Jahr auf Hawks 2 gestoßen und habe ich mir gedacht, besorgst du dir Hawks 1, also Hawks, und dann fängst damit mal an, guckst mal, wie das ist. Ja, und auch wenn es etwas vereinfacht ist von der Steuerung her, gibt da viele Steuerungsunterstützung vom Spiel selber. Finde ich aber gar nicht so schlimm, denn früher hatte ich einen Joystick gehabt, einen einfachen, aber recht robusten. Den habe ich jetzt nicht mehr, der lässt sich an dem neuen Computer nicht mehr anschließen. Und bei Hawks kann man ganz gut auch mit Maus oder Tastatur fliegen, und gerade das Fliegen mit Tastatur, das ist bei mir relativ schnell, also es geht bei jedem Spieler, würde ich sagen, relativ schnell in Fleisch und Blut über. Und es ist halt wie beim Ego-Shooter oder bei einer Rennsimulation, dass man mit beiden Händen auf der Tastatur, einmal im Bereich AWSD und einmal dem Cursor, der Cursor-Tasten, und hat alles in Griffweite und kann das Flugzeug ganz gut manövrieren. Ja, zum Spiel selber. Wir spielen David R. Crenshaw, der bei der US Navy arbeitet und von einem privaten Militärunternehmen angeheuert wird. Das spielt im Jahre 2014, wo eben durch ein Abkommen private Militärfirmen im Auftrag von anderen Ländern agieren können und so die Länder selber keine eigene Armee mehr brauchen, sondern sich sozusagen anmieten für irgendwelche Kampfeinsätze. Und das scheint ein sehr lukratives Geschäft zu sein in dieser fiktiven Welt. Und ja, da werden wir dann uns durchs Leben schlagen. Die Story ist halt sehr linear vorgegeben, aber der Reiz liegt eigentlich in der erfolgreichen Absolvation der einzelnen Missionen. Wir ernten während des Spiels Erfahrung durch Abschüsse, aber auch durch gewisse Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass man mit der Bordkanone so und so viel Luft- oder Bodenziele zerstört haben muss. Da gibt es noch mal extra Bonuspunkte zu den normalen Erfahrungspunkten für den Abschuss selber. Ja, alles Weitere werde ich dann vor Ort im Spiel erzählen. Mir ist aber aufgefallen, dass gerade die erste Mission, dass da sehr viel gesprochen wird von den anderen Charakteren, um die Story zu etablieren, und da habe ich dann einfach keine Zeit gehabt, da irgendwas zu sagen. Deshalb dieses kleine Infovideo vorab. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ich bin für Tipps offen. Nochmal kurz zu der Aufnahme. Ihr werdet auf jeden Fall im Hintergrund die Tastatur hören. Das liegt einfach daran, dass dies mein erstes Let's Play ist. Ich nehme mit einem Headset auf. Da ist die Tastatur nicht weit. Die Tastatur ist auch nicht die leiseste. Es ist halt keine spezielle Gaming-Tastatur oder sowas. Es ist eher so zum Schreiben gedacht, was ich halt normalerweise mache.
aber es wird schon gehen, denke ich. Also verzeiht mir das bitte. Viel Spaß beim Let's Play.